Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario 64. Wir gehen in eine der nächsten Welten. Gulliver Gumba. Gumba Dumba. Das wird super. Das ist voll das krasse Easter Egg. An Gullivers Reisen. Wovon ich eigentlich nicht wirklich weiß, worum es geht. Weiß irgendjemand, worum es da eigentlich wirklich geht? Man weiß, dass es um so einen Typen geht, der irgendwie entweder riesig ist oder zu so kleinen Typen kommt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er bei kleinen Typen. Oder er ist halt riesig. Ja. Das ist so essentiell die Story. Hat man fast gar nicht gemerkt gerade, ne? Dieser flüssige Übergang. So muss ein... Ah. Nein! So muss ein gutes Let's Play aufgebaut sein. So. Da erscheint ein Stern. Alter, ich drück gar nichts. Nein! Ich hab nichts gedrückt, der ist einfach durch die Gegend gelaufen. Christik, ey. Oh. Dann placken wir erstmal die Piranha Power. Flower. Power. Piranha Oh Gott. So, pass auf, da ist eine Röhre, da gehst du rein. Kommt da Piranha Flower Power. Sagt, oh! Die Piranha Pflanze. Geben einem sogar Münzen, wenn wir uns 2 oder 3. 2. Ich glaube, in der DS-Version haben sie mehr gegeben. Ah. Ich glaube, die müssen wir aber mit den 100 Münzen kombinieren. Übrigens, der Boden hier ist irgendwie so beschaffen, dass man nicht hochspringen kann. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht weil das so ein Beet ist und da alles matschig ist oder so, keine Ahnung. Aber aus irgendeinem Grund kann man da nicht hochspringen. So, jetzt machen wir nochmal die 5 für die Bitty-Rätsel. Oh, verdammt. Mann. Komm her. So. Ah, verdammt. Komm hoch da. So. Nein. No, 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 no. So. Nein. Kann die Kamera mal bitte aufhören, sich die ganze Zeit im Kreis zu drehen? Das wäre relativ angenehm. Oh, danke schön, Kamera. Du bist heute so hilfsbereit. So, und springen! Yeah! Das ist immer ein bisschen knapp. Da hat man ein bisschen Angst. Weil entweder kommt man gerade noch so an die Kante, oder man fällt auf die Plattform und wird platt. Aber das ist in Ordnung, weil man dann trotzdem an den Stern kommt. Ich bin noch nie über die Plattform hinausgeflogen. Ah, natürlich ist man schon ein bisschen manchmal zu kurz geflogen, ne? Es kam natürlich durchaus mal vor. Aber darüber sprechen wir nicht in der Familie. Diese dunklen Zeiten. Ah, da kommt man doch hoch. Das habe ich doch selbst herausgefunden. Ja. So. Machen wir da einmal Pom und dann. Große Welt. Beziehungsweise Mario ist jetzt klein in Anführungsstrichen. Danke, mein lieber Chuckia. Ja. Dass du mich so tatkräftig unterstützt, wo auch immer du kannst. Es erwärmt mein Herz mit Liebe. Ab in diesen Scheiß. So, dann ist da Wiggler Schnigler und sagt: Nee! Wiggler! Du darfst hier nicht rein. Dann sag ich: Ist mir doch scheißegal. Ey,
Nimmt der keinen Schaden, wenn man so mit dieser Attacke drauf aufgeht? Scheint ja nicht, weil der labert eigentlich immer, genau. Oh, guck mal, jetzt hat er so einen kleinen Mund, so einen unzufriedenen. Ja, anscheinend bringt das nichts, wenn du mit der Attacke da reinspringst. Oder? So. Aha, 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 aha. So. Weg. Wieder ganz klein und fällt durch die Gitter. Tragisch. Ja. Tatsächlich kann man von unten auch an diesem Gitter dranhängen. Glaube ich zumindest. Zumindest war das in der DS-Version so, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Ah, das war gar nicht der Stern. Jetzt weiß ich, was der Stern war. Jetzt weiß ich, aber ich glaube, das ist nicht die perfekte Route für den Stern, die ich gerade gehe. Hier gibt es auch noch ein Race gegen Koopa the Quick. Moment, das müssten wir eigentlich erst machen. Nee, Koopa ist da. Geil. Ich glaube auch, das sind eigentlich andere Koopas. Also ich habe das als Kind immer so wahrgenommen, dass wenn das Koopa the Quick ist, nur dass er irgendwie dann kleiner ist, wenn der verloren hat oder so. Aber ich habe das Gefühl, so ist das gar nicht. Ja. Aber das war immer so das, was ich dachte, wie das alles zusammenhängt. Mir war zwar nicht klar, weshalb er klein ist, aber es wird schon einen Grund gehabt haben. Ach ja. Aber es ist wohl angeblich irgendein random Koopa, der da so rumgammelt. Sagt, hey, ich bin der zweite Koopa von den zwei Koopas, die in diesem Spiel existieren. Da, Koopa the Quick. Koopa the Quick. More like Koopa the Thick. War. Jetzt erschreckt mich doch nicht so vorher. Oh. Wenn man da einmal nicht richtig dran kommt, kommt man da kaum noch hoch. Duppidi dupp 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 dupp. Bäu. Bäu. So. Koopa high, na ja, go. Ich glaube, das ist auf das letzte. Nee, das ist das vorletzte Mal im Spiel, dass man die Musik hört. Also hat man alles nach der Reihenfolge gemacht, natürlich. So wie wir. Jedes Level erst fertig machen. So, die Brücke hier ist. Die Brücke da ist ein bisschen schlimm, da sind Windböen drauf. Die machen einen richtig langsam, weil man so schräg dagegen laufen muss. Aber Koopa ist das irgendwie scheißegal, der sagt, ja, scheiß auf Wind. Ich kann da nicht lang. Wo ich lang laufe, da brauche ich keinen Wind. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keinen Wind. In mein Zimmer. Danke. Danke, danke, ich weiß. Sollte ich hier in eine Comedy-Nummer einbauen. Das ist mein Spawnte. Fast zwar, aber die Pointe sollte nicht so gut rüberkommen wie eben gerade, ne? Das wäre auch ein bisschen schwer, sowas Gutes nochmal nachzukonstruieren. Seht ihr hier die Windbrücke? Aber hey, für einen Profi wie mich ist das überhaupt kein Problem. Hier hat man immerhin mal wieder eine richtige Melodie. Here we go! Eine geile Mini-Melodie. Ich glaube, ich könnte das eigentlich heute noch fertig aufnehmen. Ist jetzt 19 Uhr. Dann habe ich eigentlich angefangen. Jeder Part ist 10 Minuten lang ungefähr. Sagen wir 15 bis 20. Was muss ich jetzt machen? Machen wir mal 100 Münzen. Also jeder Part ist ungefähr 15 Minuten lang. Das ist jetzt Part 12. Das ist 7. 70, 35, 105. 105 Minuten nehme ich gerade auf. Das heißt, eine Stunde und 45 Minuten. Geil. Das ist eigentlich noch relativ wenig. Aber es ist länger, als ich heute in der Schule gesessen habe. Ja.
Tatsächlich habe ich auch noch relativ lange in der Schule gestanden. Verrückt, ne? Was man nicht alles so tut, wenn man wieder die Bühne abbauen muss, die man am Vortag aufgebaut hat. Wieso ist der Koopa jetzt hier oben? Was ist da los? Dankeschön. Und für deine Münze. Aber ach, das ist ja in der kleinen Welt. Guck mal, der ist ja in der großen Welt wieder da. Oh, komm her, kleiner Kumba. Nein! Wow, wow, wow. Yeah. Alter, richtig gut. Richtig gut. Ich hab einen Lauf. Ich hab einen Lauf. Aua. Das ist das Problem. Wenn man die Gummas nicht plättet, dann machen sie sowas. Nein, da waren noch Münzen. Egal, ignorieren wir die mal. Oh, verdammt. Wenn man die großen Gummas mit einer Stampfattacke fertig macht, dann kriegt man 5 Münzen. Ich habe gerade einen richtig geilen 5-Münzen-Gegner verschleudert für eine Münze. Richtig lame. Da, siehst du, 5 Münzen. 5 Münzen sind viel wert in der heutigen Zeit. Das sind verrückte Zeiten, in denen wir leben. Verrückt! Immer noch. Ich finde das irgendwie ein schönes Zitat. Keine Ahnung, ich finde das so geil. Aus irgendeinem Grund muss ich da öfters dran denken. Tja. Ich habe wohl nicht viel Repertoire von Zitaten, oder? Na komm her, du. Hast du dir gedacht, ne? Aber dafür packe ich dich jetzt und schleudere dich da hoch. Ja, aber hast nicht gerechnet, ne? Warst ein bisschen überrascht. Dachte so, was? Was? Wer hat das so gemacht? Hab ich gesagt, nee. Das sag ich dir nicht. Verrate ich dir nicht, mein Geheimnis. Okay, da ist nichts. Alter. Wassertextur hier richtig klein drauf. Wie sie? Wie sie nur richtig kleine Textur? Oh. Da geht mir immer das Herz auf. Steht ihr so ein Furzgeräusch, wenn das Herz explodiert? Furz. Fand ich irgendwie nie witzig, weiß auch nicht. Ist irgendwie nicht so ganz mein Stil. Yeah. Ja, auf dieser Insel ist übrigens so ein Holzpfahl, ne? Ah, verdammt. Komm her. Ich jetzt Wassermünze. Nein! Münze! Da gehen wir nicht lang. Ich glaube, da gibt's nichts. Ah, verdammt. Oder kommen wir hoch? Ich glaube, nur da oben kommen wir dann nicht hoch, oder? Oh, dann müssen wir nochmal in die kleine Tiny-Welt. Oder? Nee. Doch. Doch, müssen wir. Hier ist kein Bob-Bob, glaube ich. Oder? Nee. Ah! Aber hey! Das sind die Lasten, die man als professioneller Let's Player zu tragen hat, ne? Das sind sie. Genau das. Komm her, Lakitu. Ich möchte den gerne haben. Alter. Wieso kriege ich den Lakitu nicht? Ich möchte gerne die Münzen von diesem Lakitu haben. Alter! Ja! So, jetzt brauche ich die nur. Ich muss nur die Münzen eingesammelt bekommen. Komm, eine Münze. Yeah!
69 schon wieder, Zufall, I don't think so, lololololol. Und? Ja, am Anfang sind noch Stämme. Geil, Stämme. Dann laufen wir wieder, züngeln wir wieder rum, bis die Münzen rausgespritzt kommen, ne? Ja, wir kriegen die Münzen, ja, ah. Wir kriegen die Münzen ja easy zusammen, wollte ich gerade sagen. Tja. Idiot. Oh Mann, der Part wird gerade richtig, richtig schlimm. Merkt ihr das? Ich glaube, man kann da hoch, oder? Doch, da kommt man hoch. Darf ich übrigens mal anmerken, dass der Seitwärtssprung in diesem Spiel sehr viel besser ist als im Remake. Oder einfach schrecklich ist. Ja, darf ich? Danke. Er ist schrecklich. Glaube ich. Obwohl, wir haben ja noch die roten Münzen. Ich glaube, da war noch ein blauer Münzschalter. Solange wir nicht sterben, worauf ich halt jetzt echt keine Lust hätte irgendwie. Weiß nicht. Doch, das passt. Wir finden ja sogar noch auf dem Weg zu den roten Münzen. Dazu muss ich nur noch die Honolulu-Kanone aufkriegen. So war der Typ denn. Da drüben. Ich glaube, der steht tatsächlich bei der Kanone in der kleinen Welt. Oder die, oder. Das sind ja Bob Ob Buddies, ne? Die Pinken. Hi. Hi, I prepare the cannon for you. Oh. Ich hatte echt Angst gerade, dass der mich gleich tötet. Das war knapp. Ich war ganz leicht knapp. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte die Münze da draußen nicht haben. Es gibt ja auch eine Münze, die im Berg drin ist. Kann man auch bekommen, indem man sich durchklippt durch diesen Kugelspawner. Aber irgendwie, nee. Irgendwie sehe ich es nicht ganz. Irgendwie nicht. Aber hey, das ist vollkommen egal, denn wir brauchen nur die Kanone. Mehr ist es nicht, was uns im Leben fehlt. So. Passt das? Passt. So, ich möchte gerne, dass der Gumba herkommt. Yeah! Nein, 100 Münzen, komm. 100 Münzstern meine ich natürlich. Bam! Verdient! So, jetzt wird's schlimm. Das kann man mit dem Controller nicht gut machen. So. Auf zu den roten Münzen. Oh Gott. Nein. Knappe Kiste. Nein. Ah. Alter. Jagen sie mir doch nicht so einen Schrecken ein. Oh, wie komme ich da am besten hoch? Oh. So. Ich hab doch gesagt, man kann sich da oben festhalten. Dann sieht man auch, dass Wiggler da drüber ist. Tatsächlich habe ich das, glaube ich, nicht wirklich gemerkt, als ich das Spiel erst gespielt habe damals. Alter! Töte mich nicht. Ich weiß aber gerade auch nicht, wo die blauen Münzen sind, aber die sind auch egal. Scheiß auf die blauen Münzen. Denn wir haben die Welt geschafft. Glaube ich, oder? Müsste es gewesen sein. So, aber trotzdem, egal, auch wenn wir die Welt noch nicht geschafft haben, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.